Hi, ich grüße euch heute mal etwas entfernter von der Kamera. Warum? Weil ihr sollt schon mal den Startpunkt sehen, wo ich heute durchstarte für die nächste entspannte Tour, wo man sagt, die kann man mal am Wochenende mal schnell machen. Heute ist allerdings kein Wochenende, was mich persönlich freut. Wir sind hier am Waldseilgarten, gleich hier am Parkplatz. Das ist gleich knapp daneben. Heute geht's über die Höllschlucht hoch zur Kappelalm auf ca. 1350 Meter Höhe, sind ungefähr 400 Höhenmeter. Eine, denke ich mal, sehr einfache, aber auch sehr schöne und eindrucksvolle Tour. Und da nehme ich euch gerne heute mit. Also, viel Spaß, starten wir durch. Also eine wunderschöne Tour bisher. Ihr habt ja schon gesehen an den Bildern, traumhaft schön, du läufst ständig an dem Bach entlang. Wunderschöne Eindrücke und ja, wie ich meine, eine relativ einfache Tour. Ich habe jetzt ungefähr, bin jetzt auf 1100 Meter Höhe, völlig einfach, aber wirklich
wunderschöne Natur und ich denke mal, gerade für Kinder ist es hier absolutes Highlight, relativ leicht zu gehen, verhältnismäßig, eindrucksvolle Natur und dann eben die ganzen Stationen für das Bogenschießen, wo immer dann die Tiere noch sind, ich gesehen, Krokodil, Wildschwein, Reh und was alles noch so ist, also würde ich zu empfehlen. Hier wieder wunderschöner Wasserfall, ich werde ihn gleich noch ein bisschen einblenden und dann gehen wir wieder weiter. Ja, jetzt nach ca. 300 Höhenmetern wieder im Freien mit Blick, mit herrlichem Weitblick, während die ersten 300 Höhenmeter, wie ihr gesehen habt, hauptsächlich im Schatten verliefen. Schön am Bach entlang, erfrischend, wunderschöne Tour und jetzt eben noch die letzten 100 Höhenmeter. Ihr werdet es ja gleich sehen, aber da ist gar nicht mal viel. Oben stehen Kühe am Gipfelkreuz. Und etwas weiter drunter, gehe ich mal davon aus, wird die Fahne nicht für die Kühe dastehen, sondern wird eine kleine Alm sein. Da werde ich was trinken, weil ich heute ja hier wieder bleibe im Allgäu und mir noch ein schönes Stellplätzchen suche für heute Nacht, um morgen auch noch einen gemütlichen Tag allerdings am See zu verbringen.